kezemben egy Special Edition Adidas Samba a Nakeddel a kollaborációval. Igazából mind tudjuk, hogy a focinak sokkal kevesebb köze van a sneaker kultúrához, mint mondjuk egy kosárlabdának vagy egy futásnak, de mégis ez a világon legtöbbet eladott Adidas, és évtizedek óta megállás nélkül gyártásban van. Ez a cipő volt az első olyan foci cipő, amit a játékosok a jó kinézete miatt nem csak a pályán, még az utcán is tudtak hordani. Persze azért van kapcsolat a világon a focisták és a sneakerhedek között, mert a futballvilágában is megtalálhatunk igazi sneaker influencereket, mint például Neymar. Sokáig azt is hitte mindenki, hogy a Supreme Up Tempo aranyverziója Neymarnak a signature sneakere lesz, mert ő volt az, aki először hordta, és nála kezdtek el először jönni a felvetések. Azt hitték, hogy ez egy hármas kollaboráció. Vannak nagy nemzetközi kapcsolatok is, mint például, hogy meghívják az arab sneakeredek, Rashid Behasa például, a világhírű futballistákat kisebb sneaker beszélgetésekre. Ilyesmit csináltam most én is. Beszélgettem Magyarország talán legbefolyásosabb futballistáival a street sneakerek és a futballcipők kapcsolatáról. Beszélgettem Dárdai Palkóval, akinek egyelőre ismertem az édesapja, Dárdai Pál, a világhírű magyar volt szövetségkapitány és jelenleg Hertha Berlinnek az edzője. De ez meg fog változni, és pár év múlva ő lehet nem csak Magyarországon vagy Németországban, de akár a világon az egyik legbefolyásosabb futballista. Német Krisztiánnal is, ugyanígy ebben a videóban, aki jelenleg Katárban játszik, és szintén Magyarország egyik legbefolyásosabb futballhőse. Nézzük! Du bist halt wirklich ein verdammt guter Spieler, also du bist schon mit 18, also fast im Erwachsenenkader von Hertha und bist schon zweimal im U18-Nationalmannschaft von Deutschland gewesen. Das ist also auf jeden Fall Respekt dafür, weil das ist eine krasse Sache. Aber du hast halt auch so eine Verbindung, so öffentliche Verbindung zu Ungarn wegen deinem Vater, weil er ist sozusagen bei uns so ein bisschen Nationalheld geworden seit der EM und dass er das Ganze erschaffen hat. Wie findest du das? Also fühlst du das auch, dass du so eine wirklich Verbindung zum Land hast? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin sowieso auch jeden Sommer, wie zum Beispiel jetzt mit meinem Kumpel Max Wodak, bin ich hier im Urlaub. Immer, kommt drauf an, ich habe meistens immer nur eine Woche oder anderthalb Wochen. Hier bin ich hier in Balaton, also in Balaton. Und naja, mein Opa wohnt ja auch in Ungarn, in Pécs. Und an Weihnachten feiern wir dann immer dort. Ronaldo oder Beckham, die sind auch so Style-Ikonen geworden. Also es ist, ich meine, dass es halt nicht nur davon abhängt, wie gut du auf dem Feld spielst, sondern wie du daneben dich benimmst, wie du dich verkaufst und sowas. Wie siehst du das also? Also es sind ja alles Vorbilder und wenn die zum Beispiel einen neuen Schuh tragen, dann wollen viele Kinder, die sozusagen auch supporten und wo diese Fußballer halt Vorbilder sind, das auch tragen und das ist jetzt alles im Anmarsch. Ja, ja, wie auch zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie du dich so in Deutschland auskennst, so Shindy. Ja, Bushido. Ich weiß nicht und ich will auch nicht zählen, wie viele Lines Shindy hat, wo er über irgendwelche Yeezys rappt. Adidas csinált egy kollaborációt a Kith amerikai New Yorki sneaker bolttal, ahol kihoznak futballcipőket, stoplis változatban és busztalpal, szóval utcai változatban. Az ilyesmikről te mit gondolsz? Nézd, előbb mutattad, úgyhogy nekem is ez új még, de ki ennek a márkának a híve, és tetszik majd neki, az biztos, hogy rajongó lesz. Én szerintem ebből ki fogok maradni. Nálatok hogy van titeket? Megkérdez úgymond a, mint ebben az esetben a Nike, hogy érzitek, mit lehetne rajta javítani? Igen, a nagyobb sztároknál valószínűleg, hogy ők ott kikérik a véleményüket, mivel egy ilyen a saját kollekciójuk, akkor biztos, hogy van beleszólásuk. Nálunk olyan lehetőség van, hogyha mondjuk nyomja a lábadat éppen a cipő, vagy kicsit szűk valahol, akkor kijönnek hozzád és felmérik, hogy hol tudnak éppen változtatni. Ez egy kisebb ilyen lehetőség, de az, hogy hogy nézzen ki mondjuk éppen a Nike-nak a következő kollekció, az szerintem így magyar játékos nem valószínűleg bele tud szólni. War sozusagen für die Jugend so Fußball sein wirklich sehr starker Punkt. Jetzt wird das schon, also wie ich merke, bisschen so bei manchen
so vom Social Media ein bisschen davon abgelenkt und so Sneaker und es kommen halt viel mehr Sachen. Wie siehst du das? Was sagst du dazu? Habe ich recht oder eher nicht? Dass von Fußball so ein bisschen abgelenkt wird? Ja, schon langsam. Ja, das kann schon sein. Auch die ganz, also ich glaube, jeder Fußballer hat mittlerweile Instagram und Facebook und Social Media Seiten. Und ja, Fußball ist schon noch im Vordergrund, aber diese Seiten, so Instagram und sowas, spielt auf jeden Fall auch eine Riesenrolle. Kaufst du eigentlich deine Sneaker noch so ein oder gehst du in irgendwelche Läden? Oder hast du irgendwelche Sponsorverträge, die dir halt die Sneaker geben oder die auch sagen, was du tragen darfst? Ja, also ich persönlich bin bei Nike unter Vertrag. Okay. Und die, also ich darf mir halt Sachen bestellen und die schicken die dann umsonst halt nach Hause. Und also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt irgendwo campt vor einem Laden und dort wartet auf den nächsten neuesten Schuh. Aber ich habe auch welche in der Mannschaft, wenn ich zum Beispiel mal irgendeine limitierte Auflage, zum Beispiel von einem Jordan, weil die bekommen wir nicht. Mhm. Und wenn ich so einen zum Beispiel mal haben möchte, dann sage ich einfach meiner Mannschaft Bescheid, der sich damit auskennt, okay, und okay, der besorgt den. A nagy márkák a technológiára nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, de például megtörténik olyan is, hogy a játékosok véleményét kérik. Balotellinek volt két cipője, amit bejárta a médiát, mikor még a Nike-nál volt egy ilyen kamó mintás Ballo is Back, aztán pedig amikor átváltott a Pumához, egy szerintem nagyon jól kinéző Why Always Puma. Te milyenre terveznéd meg a te cipődet, hogyha megadna a lehetőség? Hát figyelj, ugye a Balotelli az elég egy ilyen őrült figura, úgyhogy elég extra cipőket csinálni, inkább ilyen letisztult a srác vagyok, úgyhogy valami fehér, kisebb ilyen színeket beletéve, ilyen szolidabb cipőt terveznék magamnak. Welcher deutscher Spieler ist so wirklich stylisch, wo du sagst so, wow, der hat so, der wirklich, der, sowas würde ich auch mal gerne tragen. Ja, ganz klar, Jerome Boateng. Neymarnak szintén most volt egy kollaborációja, ami meg már tényleg egyszerűen zseniális volt, hogy őt összehozták a Jordannel. Megcsinálták az ő cipőjét egy Jordan logóval, Jordan számával, és együtt dizájnolták. Megjelent egy 5-ös Jordan is, ami szintén Neymar tervezése. Mm. És ezzel ő lett az első futballista, akinek a performance cipőjén, szóval a játék cipőjén rajta lehetett a Jumpman logó. Te is szívesen, mondjuk meg is kérdezem biztos, egy ilyenbe te is szívesen megvennél, de te mondjuk kivel, ki lenne még ilyesmi, nem kell most ilyen híresnek lenni, akárkit választasz, kivel csinálnál szívesen egy kollaborációt? Nézd, hát a biznisz oldalról is, meg tényleg a példakép oldalról is Jordannél megfelelő embert nem hiszem, hogy találtak volna, meg én sem találnék, úgyhogy elsőként nekem is ő jutna az eszembe. Amilyen szinten ő játszott, meg most a cipői is, amilyen rajongást öveznek, az úgy szerintem klapol egybe. Játékos, én nagy gyerpíró rajongó voltam gyerekkoromban, amit vele csinálnék, mondjuk ő adidasos volt, nem biztos, hogy sem lehetne hozni, de valamit kitalálnánk rá. Es ist jetzt halt so neue Generation, neue Marken kommen drauf. Es ist jetzt eigentlich leichter, so als neue Marke größer zu werden. Würdest du eigentlich so eine Marke tragen, zum Beispiel so eine ungarische Marke, die jetzt so vom Style und so vom Aussehen her so auch Nike-Level erreicht, würdest du die tragen, wenn die dir so wirklich gefällt? Also wenn der Schuh gut aussieht, dann würde ich den auf jeden Fall tragen. Ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt nur auf Marken und Klamotten steht, nur wegen dem Geld das tragen muss. Ja. Also wenn es mir gefällt, dann trage ich das auch. Was sagst du dazu, dass jetzt die großen Marken versuchen, dass sie so Kollaborationen rausbringen, wo eine Kollektion kommt und die eine Hälfte zum Beispiel so normale Fußballschuhe mit Stollen sind und die andere Hälfte halt mit demselben Design, nur halt so mit einer Boost-Sohle oder so irgendwas. Findest du was nice oder kennst du noch so weitere solche Versuche, wo das passiert ist? Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Versuch, weil bei Nike gibt es natürlich auch den Hyper Venom zum Beispiel, den sie jetzt als Straßenschuh umgeformt haben. Und ich persönlich finde den ganz, also der sieht auf jeden Fall sehr also gut aus. Also den würdest du tragen? Ja. Findest du, dass es eine große Rolle spielt, dass diese neue, dass so Technologien drin sind, so irgendwelche besonderen, ich weiß nicht, so von Zehengelenken, ich habe damals erst letztens was gelesen, ja, Stabilität und sowas. Findest du, dass jetzt das eine wirklich große Rolle spielt oder dass es eher so ist, dass du einfach dran so wirklich glaubst, dass es der richtige Schuh für dich ist und das eigentlich schon reicht, um in den gut zu spielen?
Also es gibt viele aus meiner Mannschaft, die tragen den Schuh mit Socke. Ich weiß nicht, vielleicht aus Stabilitätsgründen oder weil der gut aussieht. Aber ich habe so von meiner Kindheit auf immer mit Mercurial gespielt. Okay. Und deshalb spiele ich auch mit dem. Ist es so eine gute Sache, dass dein Vater sich wirklich so, dass er jetzt so sozusagen vom Fach ist, dass er halt auch Trainer ist und Weltklasse-Trainer, dass er dir so Insider-Informationen geben kann, immer direkt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel von ihm zu lernen. Ja. Und er war ja damals auch schon in der U15 mein Trainer. Mhm. Und dort habe ich auch sehr, sehr viel von ihm gelernt, weil, wie du schon sagst, er ist halt schon eine Legende. So, schon eine Legende. Ja. Und auf jeden Fall. Hast du mit deinem Vater so in Sachen Schuhe, Sneaker, so denselben Style, denselben Geschmack? Ja, wir tragen beide sehr gerne Nike. Okay, und okay. Wenn ich mal zum Beispiel einen guten Schuh bestelle, dann klaut er den mir und dann bestelle ich den. Ja, also danke auf jeden Fall für ein Interview, war super. Köszönöm, Falko. Köszönöm, Nemo. Éljen a sneakerhoz. Sziasztok.